Liebe Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video zu Operation Burnt Horizon. Diesmal nehme ich mit OBS auf, da Experience GeForce Shadowplay Dreck wieder nichts hinbekommt. Denn erst ihre neueste Version, da kann man nicht mal irgendwas öffnen, bekommt man sofort einen Fehlercode und obwohl in den Patchnotes drinnen steht, dass dieser Fehler mit dieser Version von GeForce Experience gefixt ist und ich bekomme diesen Fehler das erste Mal mit dieser Version. Deswegen muss ich jetzt auf OBS umsteigen, was auch nicht dumm ist, denn OBS hat deutlich mehr zu bieten, finde ich, und funktioniert jetzt auch bei mir und deswegen schauen wir uns einfach mal jetzt ein paar Sachen an, die in den letzten Tagen rausgekommen sind. Und zwar erstmal der Trailer zu den beiden neuen Operatoren Mosey und Gridlock. Da gerade der zweite Teil rauskam, also 25 Minuten, wo ich eigentlich schon das Video machen wollte, aber ich probiert habe, GeForce Experience zu fixen, was nicht funktioniert hat. Und deswegen jumpen wir jetzt sofort rein in den ersten Part des Operation Burnt Horizon Videos. It's, quiet here. Mm-hmm. It's like really, really, really... What's quiet? Quiet. Attention. Convoy entering the sector in 5 minutes. Genau, to be continued, der zweite Teil ist gerade gedroppt, trotzdem analysieren wir zuerst den ersten Teil hier nochmal. Wir sehen hier unsere zwei Hauptprotagonisten der neuen Operation, Mosey und Gridlock. Es wurde bestätigt, dass er Mosey ist und sie Gridlock, ja. Wir sehen hier den Grand Canyon in Australien. Wenn ich wieder geografisch falsch bin, dann tut es mir leid, ich war da nicht gut dran. Aber wir sehen hier schon mal ihre Gadgets. Und zwar eine Art Armbrustpistole, ich nenne es mal so. Und eine Art Gerät, Granate, whatever. Das werden wir gleich in Action sehen im zweiten Teil. Und was die Konversation auf sich hat, das weiß man nicht ganz. Es wird auch gemunkelt, dass es ein neues Outbreak geben sollte. Das aber permanent ist. Es gibt natürlich dafür Pro und Contra. Warum oder weswegen nicht es sein kann. Ein Beispiel wäre, warum nicht, weil einfach die Reveal-Zeiten am Sonntag bei den Invitations zu kurz sind im Vergleich zu Outbreak. Aber es dann doch trotzdem welche gibt, denn im Outbreak-Trailer wurden auch wurden auch Lion und Finca in einem Trailer gezeigt. Und das haben wir hier auch und also es gibt Anzeichen, aber es gibt auch wieder Sachen, womit man diese Anzeichen widerrufen kann. Auf jeden Fall, wir gehen rüber in den zweiten Teil. Gridlock and Mosey in pursuit. Out. Gridlock, deploy tracks! Okay. Ja, wir gehen zurück, analysieren wieder. Wir sehen hier gleich am Anfang Gridlock hier sitzen mit Schraubenschlüsseln und Shotgun-Shells, wenn ich mich nicht ganz irre, was das hier rechts ist. Und ihrem Gadget. Es ist eine Trap, das hören wir raus. Was genau diese Trap ist, sehen wir noch nicht. Gridlock and Mosey in pursuit. Out. Okay, man sieht, es ist wie eine Art Granate. Man zieht den Stecker, wie ich immer so schön sage, und dann wirft man das Ding. Gridlock, deploy tracks! Und er schreit auch noch, Gridlock, deploy tracks. Und sie wirft es einfach raus, aber man sieht nicht, wie sie aufschlägt, da der Dust ist, und man sieht nicht.
Und jetzt kommt Mosi daher mit seinem. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es sieht eher aus wie eine Armbrustpistole, wie die aus Far Cry 4, kann ich mich noch erinnern. Und sie schießt eine Art Drohne, die so aussieht. Und wir haben hier auch ein paar grüne Zeilen, die wir uns noch kurz angucken. Create Error, creates an error used to elevate code size in all checks loops. Wir sehen hier ein paar Programmierzeilen. Aber man kann hier nirgends draus lesen, was sie genau sind. Also wir kriegen hier das mal ein bisschen hier langsam. Ja, war schon zu viel. Es schwebt hin und aber man sieht hier nichts raus, was irgendwie auf den Namen hindeuten könnte. Beziehungsweise auf das, was es macht. Und das macht es schwierig, aber spannend. Und mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Und was wir genau hier erwarten können, sehen wir am 17. Februar bei den Invitationals, beim Full Reveal. Und am gleichen Tag vorher ist auch noch das Year 4 Reveal, was wir überhaupt das ganze Jahr an Content bekommen werden. Kann ich euch auch mal kurz hier zeigen. Habe ich natürlich jetzt nicht aktiviert, deswegen. Ist es scheißegal. Aber wir gucken uns noch hier den Blogpost an, den wir noch dazu bekommen haben, zu dem neuen Trailer. Gridlock und Mosi sind schon seit einer Ewigkeit Kumpel. Von dem Zeitpunkt an, als sie sich in ihrer Jugend bei einem Roboter Destruct-O-Rama kennengelernt haben und Mosi Grid ein paar Jahre später überzeugt hat, der Defense Force beizutreten, standen sie in konstantem, wenn auch distanzierten Kontakt. Erst als sie während des großen Buschfeuers des Jahrhunderts um Hilfe gebeten wurden, kamen sie sich wirklich nahe. Seitdem werden sie immer zusammen entsandt. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Roboter Destruct-O-Rama ist, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, das ist so, man baut seinen eigenen Roboter und lässt die dann gegeneinander in einer Arena fighten. Und es scheint in Australien so eine Traditionart zu sein. Das Bauchmädchen aus Central Queensland, Tori Gridlock Taliophyrus, hat schon früh gelernt, dass man schlechte Zeiten am besten mit der Hilfe der Familie übersteht. Die Jahre, die sie damit verbracht hat, die Rinderfarmen der Familie zu leiten, haben ihre natürlichen Führungsqualitäten verfeinert. Trotzdem ist sie ihre Methode im Umgang mit Problemen, die sich hineinstürzen und den unvermeidlichen Papierkram, der sich danach stapelt, zu ignorieren. Es zählt wohl nicht zu ihren Prioritäten, eine formelle Rolle als Offizier im SASR einzunehmen, trotz der vielen Versuche, sie zu befördern. Okay? Max Mosey Goose ist ihr Gegenteil. Liebevoll als Blender bezeichnet, ist er nicht zu übersehen, wenn er einen Raum betritt. Er kann stundenlang über die wilden Stunts reden, die er abgezogen hat. Aber letztendlich fügt er sich durch seine bemerkenswerte Arbeitsmoral und sein Können in jedes Team ein. Genau wie durch seine unnötigen, aber spektakulären Heldentaten. Dadurch wurde er zu einem Kandidaten für Rainbow. Jetzt, da sie sich offiziell verpflichtet haben, erwartet sie eine unwillkommene Überraschung. Zum ersten Mal müssen sie gegeneinander antreten. Als Angreiferin wird Gridlock ihre Trax-Stachel einsetzen, die eigentlich entwickelt wurden, um verfolgende Fahrzeuge zu stoppen und ihrem Team in Sachen Umgebungskontrolle eine neue Option zu bieten. Und Mosi als Verteidiger wird seinen Schädling einsetzen, sodass der Feind sich seine Strategien zum Sammeln von Informationen zweimal durch den Kopf gehen lassen sollte. Ob die beiden genauso effizient gegeneinander arbeiten werden, wie sie miteinander gearbeitet haben, ist noch unklar. Trotzdem wurden sie mit ihrem australischen Optimismus und ihrem einzigartigen Humor für eine grundlegende Veränderung im Team Rainbow sorgen, was vielleicht auch genau das Richtige ist. Mehr dazu dann bei den Invitationals. Und ich glaube, wir können sehr viele geile Voicelines, lustige Voicelines erwarten. Schöne Grüße an Justin gehen hier raus. Und ich freue mich auf jeden Fall. Die Season, glaube ich, wird ganz nice. Und jetzt kommt das, wo sich viele leider das Herz brechen werden. Mich hat es auch überrascht. Aber ich sehe dem Ganzen dann doch sehr optimistisch gegenüber. Und zwar den Designer Notes für die erste Season. Und ich werde es überfliegen. Ich werde es nicht alles durchlesen, sonst wird das Video zu lang. Aber ich werde es einfach mal überfliegen. Ash, das A-Cook wurde vom R4C entfernt.
Ash ist nicht nur ziemlich beliebt, sondern auch ziemlich stark. Aktuell diskutieren wir im Balancing-Team, ob sämtliche Angreifer standardmäßig über ACOX verfügen sollten oder nicht. Ash ist ein gutes Exempel, um zu testen, was für eine Auswirkung es hat, das ACOX für Angreifer zu entfernen. Zudem entscheiden sie sich, die spielen derzeit in 99% der Fälle für ihre R4C. Dies sollte auch dabei helfen, die Waffen mal etwas ausgewogener zu gestalten. Brauchen wir nicht drum lange reden, alle wissen es, Ash ist overpicked, man sieht sie in fast jeder Runde. Und warum? Weil sie die stärkste Waffe in-game hat. Okay, nicht die stärkste, aber eine der stärksten Waffen im Angriff und ihre Schnelligkeit dazu sind zu tödlich. Und jeder Dulli kann Ash spielen. Und wenn sie dann ab im hohen Gold bis Platin-Niveau gespielt wird, hat es eigentlich vergessen. Und deswegen nehmen sie ihr das A-Cook von der R4C weg. Wobei ich sagen muss, ich hatte eine Zeit, wo ich Ash auch mit Reflex und mit Holo gespielt habe. Und auch da ist sie noch super stark. Und man hat immer noch die G36, die auch sehr gut ist, was man in meinem neuen Video sieht, das vor einer halben Stunde hochgegangen ist. Sind auch zwei Clips drin mit der G36, weil ich auch voll Bock auf die Waffe hatte und sie funktioniert auch. Und man kann genauso mit der spielen wie auch mit der R4C. Merrick, die Zeit, um zwischen dem S-Bringer Suri und den Waffen zu wechseln, wurde erhöht. Man hört das Ding nicht. Hinter dir gehen den Geisha die Wand auf und er switcht seine M4 und ballert dich weg. Macht keinen Spaß, deswegen haben sie es gefixt. Was heißt gefixt? Und deswegen wurde einfach mal die Zeit erhöht. Manche sagen dann, warum erhöht ihr nicht das Geräusch, steht nämlich hier. Doch dafür müssten wir Audioarbeiten vornehmen, die für uns aktuell nicht möglich sind. Warum, wissen wir nicht, keiner von uns arbeitet dort, man weiß es nicht, aber sie werden sich zu einem späteren Zeitpunkt darum kümmern. Docker Ebi. Telefonsignale von Docker Ebi werden nach 18 Sekunden automatisch beendet. Befindet ihr euch in Reichweite von Störsendern von Mute, hält das Docker Ebi davon ab, euer Telefon anzurufen. Wer sich in Reichweite von Störsendern begibt, beendet damit aktive Telefonsignale. Muss ich sagen, Docker Ebi ist für mich in letzter Zeit keine Bedrohung gewesen. Man kann sich super gut kontern, man muss nicht rangehen, man hat immer noch die Möglichkeit, den passenden Moment abzuwarten. Und es verrät zwar deine Position, aber du kannst immer noch durch einen gekonterten Move oder durch Teamplay, wenn möglich, Docker auskontern und deswegen sehe ich diesen Nerf jetzt nicht wirklich als nötig. Natürlich wurde natürlich oft gesagt, mit Kombination von Lion und so ist es natürlich schon was anderes und Ubisoft muss sich auch darauf spezialisieren, eher nach Platin-Diamond-Niveau das Spiel zu balancen und nicht nach Copper. Jedoch, man sollte es auch nicht aus den Augen lassen. Spiel sollte für alle einen Spaß machen und nicht nur für die, die gut sind. Oder besser sind. Kapital, der Wirkungsbereich wurde vergrößert und der Schaden wurde Der Schaden wurde von 19 auf 12 pro Tick reduziert. Und er breitet sich jetzt aus, wie man hier sieht. Ich schieße zwar hier auf das Dach, aber der Feuer geht sogar noch hier unten. Und ein kleiner Damage-Nerf. Aber das Ding macht trotzdem noch gut Schaden, würde ich mal sagen. Clash, die Mündungsbremse für die Maschinenpistole wurde entfernt. Gut, habe ich mir auch schon fast gedacht. Und das ist das Schönste überhaupt, Legion, der Schaden der Guminen wurde von 8 auf 4 Tick pro Tick reduziert. Legion ist aktuell extrem stark, stimmt, wir glauben, dass dies am Gesamtschaden liegt, den die Guminen zufügen, wenn zugleich Sprinten und das Platzieren von den Schärfern verhindert werden. Ich meine, es ist frustrierend wegen Traps im Generellen, aber auch überhaupt von Legion die Runde zu verlieren. Warum? Du siehst sie nicht.
Du weißt ja nicht, wo sie liegen, wenn du im Zeitdruck bist, wenn noch 15 Sekunden übrig sind oder 10. Du musst in die Bomben in den Bombenraum reinrennen, du musst den Entschärfer platzieren und Gummine. Es gibt nichts Frustrierendes in diesem Spiel. Doch, Jäger und Ashmans. Aber das ist was anderes. Auf das, ich, es ist einfach nur. Es ist einfach nur frustrierend. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, dann sollte man überhaupt keine Trips mehr einbauen in das Spiel. Aus meiner Perspektive ja, aus der generellen Perspektive nein. Die Gadgets machen Siege aus und deswegen und zu den Gadgets, die haben noch Trips. Egal, wie oft ich mich über diese aufrege. Zu Legion, man muss die Gummis sichtbar machen, meiner Meinung nach. Frostmats sind auch sichtbar, Kapkanräder sind auch sichtbar und man läuft immer noch rein, besonders in den höheren Elos, was auch diese eine Grafik da vor ein paar Monaten gezeigt hat. Sie funktionieren auch, wenn sie sichtbar sind, und wenn sie unsichtbar sind, sind sie nur scheiße, auf gut Deutsch. Und deswegen, schöne Grüße an Jan, sie müssen einfach genervt werden. Wenn man sie sichtbar machen würde, wäre ich schon zufrieden. Weil dann kann man immer noch sagen, ja, du hättest die sehen können. Wenn ich unter, bei der Frostmatte, die unter dem Fenster liegt, sterbe, kann ich immer noch sagen, hätte ich das Fenster abgeguckt. Hätte ich nach unten geguckt und die zerstört. Bei Legion hast du das nicht, weil du weißt nicht, liegt da jetzt eine, und wenn du nur noch 10 Sekunden Zeit hast, hast du keine Zeit mehr nachzugucken. Aber wir werden da auf jeden Fall hoffentlich in Zukunft noch mehr sehen. Legion ist genauso wie Ash, du siehst ihn in jeder Runde, fast jeder. Sprengladungen. Die Einsatzanimation ist jetzt viel kürzer. Der Schaden von Angreifern wurde von 150 auf 50 reduziert. Der Wirkungsbereich Schaden von Verteidigern wurde erhöht. Der tödliche Wirkungsbereich Schaden von Verteidigern wurde reduziert. Wir wollten, dass für Angreifer der Einsatz von Sprengladungen sicherer und zugleich leichter wird. Okay, ist schön. Aktueller Stand. Wir überarbeiten den mobilen Schild. Da ist stets Schwierigkeiten bereitet, ihn passend zu platzieren. Es war außerdem schwer zu erkennen, ob der eigene Körper durch den Schild geschützt wird oder nicht. Wir überarbeiten die Funktion des mobilen Schilds sowie seine Einsatzfähigkeit im Spiel. Okay. Schild Operator. Uns ist bewusst, dass sich der aktuelle Spielstil der ballistischen Schilde besser für direkte Feuergefechte als für Teamarbeit und taktisches Positionieren eignet. Dies wollen wir ändern, indem wir das Ziel mit Visier verlangsamen, während ein Schild ausgerüstet ist. Okay, cool. Lion, wissen wir, wird überarbeitet. Weitere Details sehen wir schon bei den Invitationals. Glass, wir möchten, dass Glass wie ursprünglich wieder in der Lage ist, eine Eckposition oder einen Korridor zu halten, ohne dabei ein zu starker Entry-Trigger zu werden. Finde ich auch gut. Blitz, wir wissen, dass es sehr frustrierend sein kann, gegen Blitz zu spielen. Wir hoffen, den Frustfaktor zu verringern, indem wir bei ihm unter anderem das Ziel mit Visier mit der Pistole verlangsamen. Zusätzlich überlegen wir, die Abklingzeit seiner Fähigkeit zu erhöhen und zu überarbeiten, wie Blendeffekte im Spiel registriert werden. Beide Änderungen erfordern jedoch umfassende Audio- und Code-Arbeiten und werden darum zu einem späteren Zeitpunkt nochmal unter die Lupe genommen. Das sind doch Sachen, auf die man sich freuen kann, beziehungsweise freut, was man hier sieht. Ash wird genervt, Merrick wird genervt, Docker wird genervt, Cap wird genervt, Clash, es ist nicht wirklich ein Nerf, weil einfach der allein, wie es hier schon steht, die Mündungsbremse war einfach schlechte Wahl und deswegen weg damit. Legion wird genervt, Sprengladungen werden gebufft, würde ich mal sagen. Und Avarur-Stücke, Nerf-Season auf jeden Fall, und das muss auch mal gemacht werden. Denn manchmal ist wird Rayman zu COD und das sollte es nicht werden. Und ja. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch die neuen Operator gefallen, wie euch die Changes hier gefallen. Und glaubt ihr, dass wir ein neues Operator bekommen? Wir werden sehen. Das Video geht 19 Minuten und damit verabschiede ich mich. Tschüss.